Stell dir mal vor, du müsstest einen Großteil deiner Mails gar nicht von alleine schreiben, sondern sie würden automatisch ausgefüllt werden und du musst nur noch auf Senden drücken. Du denkst jetzt vielleicht sofort an KI, soweit müssen wir aber gar nicht gehen. Es reicht dann, wenn wir uns all die Mails raussuchen, für die wir Standardtexter verwenden können. Wie du diese Mails von nun an automatisch ausfüllen lassen kannst, sodass du nur noch auf Senden drücken musst, das zeige ich dir in diesem Video. Das Ganze ist ganz simpel, es geht schnell und es erspart dir vor allem eine Menge Arbeitszeit in der Zukunft. Ich zeige dir zunächst einmal im Detail, wie diese Softwareautomatisierung funktioniert, hab dabei aber keine Angst, dass es irgendwie zu komplex ist. Das ist wirklich viel einfacher, als es aussieht und auch du kannst das ganz simpel einrichten. Schauen wir uns also mal an, wenn wir nun eine neue E-Mail verschicken wollen. Was machen wir üblicherweise? Wir gehen hier oben einmal auf neue E-Mail. Ja, dann wird ja automatisch die Signatur schon geladen. Wir müssen jetzt hier unseren Empfänger eingeben und ich gebe dir jetzt einfach mal ein Beispiel Empfänger ein. Und um die Automatisierung nun zu starten, drücke ich einmal mein mittleres Mausrad für 20 Millisekunden und dann kommt hier ein Menü. Ja, und ich wähle jetzt mal die größte Variante aus, die wir zusammen erstellen. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, wird eben der Rest automatisch eingefügt. Ja, und das Ganze hat funktioniert mit einmal dem Betreff hier oben. Und es hat auch hier einen Link eingefügt, den wir jetzt drücken könnten, um dann eben hier auf meinen YouTube-Kanal zu kommen. Damit auch du das einrichten kannst, brauchst du eine Software, die nennt sich AutoHotkey. Ja, das Ganze ist kostenlos, hab da keine Angst, das ist auch Open Source. Das heißt, du brauchst dir überhaupt keine Gedanken machen, dass hier irgendwelche Viren vorhanden sind. Das ist einfach von vielen Benutzern geschrieben worden, diese Software. Und die kannst du dir hier auf autohotkey.com herunterladen, gehst hier einfach auf Download und dann wählst du hier die Version 2 aus, denn die Version 1.1, die ist schon veraltet, die benutzt man nicht mehr. Da einfach installieren, das ist ein sehr, sehr kleines Programm, nimmt also auch nicht viel Speicher weg. Einfach durchklicken, da kann man nicht viel falsch machen. Hast du das Programm nun installiert, brauchst du noch meine Skriptdatei, die kannst du dir einfach mit dem Link unten in der Videobeschreibung herunterladen. Ich möchte da auch ganz ehrlich sein, ich habe das nicht von Grund auf entwickelt, sondern ich habe das mir hier mit einem Beispielskript von AutoHotkey ermöglicht. Ich habe also hier das Skript genommen und habe das für meine Bedürfnisse angepasst, sodass es eben für diese Anwendung funktioniert. Hast du dir das Skript heruntergeladen, mach einfach mal Doppelklick auf das Skript. Das wird jetzt automatisch ausgeführt und wenn du jetzt mal deine mittlere Maustaste für eine kurze Zeit gedrückt hältst und dann wieder loslässt, dann wirst du sehen, dass hier so ein Menü erscheint. Und genau das Menü ist es, was wir vor uns auch in der Automatisierung benutzt haben. Ja, du wirst jetzt merken, wenn du hier irgendwo drauf drückst, da kommt nur eine Nachricht, wo eben zum Beispiel als Website drin steht. Aber wir können jetzt eben diese Aktion auch benutzen, um eben unsere E-Mails ausfüllen zu können. Und das Ganze machen wir, indem wir diese Datei hier mit Leben füllen. Dafür benötigen wir einmal den Notepad++ Editor, einfach damit es sich hier einfacher schreiben lässt. Solltest du den noch nicht installiert haben, einfach mal unten auf den Link in die Videobeschreibung gehen, hier dann die neueste Notepad++ Version auswählen, installieren und dann bist du schon fertig. Auch wieder ein kostenloses Open Source Programm, brauchst also keine Angst haben, dass du dir hier irgendwelche großen Dateien herunterladen musst. Hast du das getan, geh hier mal auf das Programm drauf, Rechtsklick und dann hier mit Notepad++ bearbeiten. Wenn du das machst, öffnet sich hier so ein Programm, der ist jetzt noch nicht viel drin. Ja, wir müssen das Ganze natürlich jetzt noch mit Leben füllen, aber das machen wir gemeinsam. Du brauchst also hier keine Angst haben, dass das jetzt irgendwie zu komplex wird, sondern ganz im Gegenteil, du wirst merken, dass das hier wirklich sehr, sehr simpel aufgebaut ist und dass du das ganz einfach nachmachen kannst. Wir starten damit, dass wir in dem Menü, was wir hier sehen, neue Einträge hinzufügen. Und zwar wollen wir ja, dass in Outlook, wenn wir hier oben auf eine neue Mail gehen und hier das gleiche Menü öffnen, dass hier neue Menüpunkte hinzukommen, die wir dann eben auswählen können. Das Ganze machen wir, indem wir hier unten mal wieder auf Notepad++ gehen und wir stellen jetzt zunächst einmal oben bei Sprache auf A das Ganze auf AutoEdit ein. Ja, da kommt nämlich hier der Vorteil vom Notepad++ Editor zum Tragen, dass das Ganze eben jetzt schon viel hübscher aussieht. Wir sehen nämlich, was alles Kommentare sind. Das sind nämlich all das, was hier grün ist. Ja, und wir gehen jetzt hier unten mal zu den Dynamic Menu Items und dort müssen wir jetzt einfach eine Option hinzufügen. Ja, und wir sehen schon, hier ist schon eine Option hinzugefügt, nämlich Anfrage Zusammenarbeit. Und diese ist nur aktiv, wenn wir eine neue Outlook-Nachricht geöffnet haben. Ja, und das ist dann eben hier der Fenstertitel von so einer neuen Nachricht. Wenn wir nun auf diesen Menüpunkt drücken, soll ja irgendetwas passieren. Und was hier passieren soll, ist natürlich, dass dort Text eingetragen wird. Und der Text, der dann eingetragen wird, den können wir hier unten einfach reinschreiben. Hier ist jetzt schon mal eine Vorlage drin, ja, zum Beispiel guten Tag, Name und dann könnten wir hier irgendwas reinschreiben. Ja, ich füge da jetzt einfach mal einen Text ein. Ich habe jetzt hier mal eine etwas längere Mail eingefügt und das Ganze, was du jetzt noch machen musst, ist, du gehst hier oben einfach mal auf Speichern, gehst dann hier wieder auf deine AHK-Datei, tust da einfach mal Doppelklick drauf drücken und dann wird die Automatisierung gestartet.
Die müssen wir jetzt natürlich noch auslösen und dafür gehen wir in unser Outlook herein, gehen auf unsere neue Nachricht, die wir senden wollen, gehen dann hier einfach mal auf das Schreibfenster, drücken unsere mittlere Maustaste ein bisschen länger, lassen sie los und nun taucht eben hier dieses Feld auf. Und wenn wir da jetzt drauf drücken, dann wird automatisch hier alles eingefügt und die E-Mail ist fertig. Ja, nun gibt es natürlich aber noch einen weiteren Schritt, denn wir haben zum einen den Betreff hier nicht automatisch ausgefüllt und auch hier der YouTube-Kanal, der ist nicht verlinkt. Das Ganze wollen wir jetzt auch noch einfügen und dafür machen wir nun zwei weitere Optionen hier in dem Programm fertig. Das Ganze ist auch wirklich simpel aufgebaut. Wir gehen hier oben nochmal zu unserem Dynamic Menu Items. Wir nehmen das Ganze einfach mit dem Komma hier hinten, ganz wichtig, kopieren das und fügen es hier einfach wieder ein und fügen es ja nochmal ein. Nun machen wir hier dahinter eine 2 und hier unten eine 3 dahinter, damit wir dann dort auch andere Aktionen passieren können. So, dann gehen wir ein bisschen weiter nach unten zu den Menü-Sections und da gibt es ja hier Anfrage Zusammenarbeit. Das Ganze nehmen wir einfach, Steuerung C und fügen es hier unten einfach zweimal ein. Schreiben jetzt hier auch eine 2 hin und hier unten eine 3. Jetzt werden hier ja noch immer die gleichen Aktionen ausgeführt, es wird immer noch der gleiche Text gesendet. Und wir beginnen mal damit, dass wir die Betreffzeile ausfüllen wollen. Und das ist auch wieder ganz einfach gemacht, denn wir sagen einfach, bevor dieser ganze Text eingefügt wird, soll eben einmal die Betreffzeile gefüllt werden. Ja? Und da machen wir jetzt hier einfach mal eine neue Zeile und wir überlegen uns mal, was passiert denn in Outlook? Was würden wir denn selbst machen? Ja, wir gehen also mal in diese Nachricht zurück. Wir würden also jetzt hier unsere E-Mails eintippen. Und wenn wir damit fertig sind, würden wir von hier auf den Betreff wechseln. Würden hier eben unseren Betreff reinschreiben, wird dann hier unten reinwechseln und dann kommt eben unser Text. Und das müssen wir dem Programm jetzt einfach sagen. Wir sagen dem Programm nun also, du drückst einfach zweimal Tab, dann kommst du in die Betreffzeile, schreibst den Betreff hin, drückst dann nochmal Tab und dann kann eben die ganze Nachricht kommen. Wir sagen jetzt dem Programm einmal Send Input, kopieren wir uns einfach von unten hier rein, dann sagen wir einmal zwei Anführungsstrichen, geschweifte Klammern auf zu, sagen einfach mal das erste Tab, dass wir eben von der Empfänger-E-Mail auf CC kommen. Das Ganze setzen wir dann nochmal hin, dass wir nun auf den Betreff kommen. Und jetzt soll er eben den Betreff senden. Ja, das Ganze also nochmal Steuerung V. Wir löschen aber den Inhalt hier raus. Und wir sagen jetzt Anfrage, Zusammenarbeit und dann hier Betreff. Wählen wir aus, drücken einfach mal Tab und dann wird es ja automatisch eingefügt. Und den Betreff, den er nun einfügen soll, den findet ihr hier weiter oben. Ja, hier gibt es bei den Global Variables gibt's noch eine Variable, die nennt sich hier eben Betreff. Und da schreibt ihr einfach mal euren Betreff rein. Bei mir steht jetzt schon was drin. Und dieser Betreff wird dann eben automatisch eingefügt. Gehen wir also wieder nach unten. Wir haben jetzt den Betreff eingefügt. Und jetzt müssen wir natürlich noch ins Nachrichtenfenster wechseln. Also einfach nochmal ein Tab senden. So, und dann kann eben die ganze Nachricht eingefügt werden. Das Ganze testen wir jetzt. Wir drücken einfach mal Speichern, wieder Doppelklick auf unsere AHK-Datei. Und jetzt gehen wir hier wieder auf unsere neue Mail. Ja, wir löschen jetzt für den Test hier mal alles raus. Wir sind jetzt also wieder hier bei einem Empfänger. Wir haben unsere E-Mail eingetragen. Nun drücken wir hier unsere mittlere Maustaste und gehen jetzt hier auf Zusammenarbeit 2. Und wenn wir das Ganze gemacht haben, dann wird hier wieder automatisch alles eingefügt und wir sehen schon, nun steht auch der Betreff drin. Das Ganze, was wir jetzt noch machen wollen, ist, dass wir hier den YouTube-Kanal verlinken. Und das Ganze machen wir, indem wir hier diese Oberfläche weiter automatisieren. Wir sagen also, wir wollen bis hierhin den Text schreiben, danach soll der Link eingefügt werden und danach soll der Text von hier aus weitergeschrieben werden. In dem Part, der hier dazwischen ist, soll dann einfach Steuerung K gedrückt werden. Dann wollen wir hier den anzuzeigenden Text ausfüllen und wir wollen hier die Adresse eintragen. Das Ganze soll automatisch passieren und dann soll hier automatisch auch auf OK gedrückt werden. Das ist jetzt schon eine Sache, die geht ein bisschen weiter, aber die bringt auch wirklich viele Funktionalitäten mit sich, sodass dann eben auch komplexere Nachrichten automatisiert werden können. Brechen wir hier also mal das Ganze ab und wir beginnen mit den notwendigen Arbeiten. Wir nehmen also mal das von hier oben mit. Na, wir kopieren uns das, fügen das hier ein und letztendlich müssen wir unten den Text, den wir haben, eben wie gesagt aufteilen. Das heißt, wir gehen mal hier oben hin, wir haben hier Anfrage Zusammenarbeit, nehmen wir uns einfach
und kopieren das uns hier einfach zweimal runter. Und da schreiben wir jetzt einfach mal hin. Ja, wir haben hier noch ein Part 1 und wir haben hier unten einen Part 2. Wir haben ja gerade gesagt, bis zum YouTube-Kanal kann alles geschrieben werden. Den Rest nehmen wir weg. Sieht also so aus. Und dann hier unten soll alles nach dem YouTube-Kanal geschrieben werden. Und alles davor kann eben weg. Wir haben jetzt also hier Part 1 und Part 2 und die müssen dann eben nacheinander ausgeführt werden, plus dass in der Mitte eben unsere Automatisierung für die Linkerstellung laufen soll. Und diese Automatisierung für die Linkerstellung, die fügen wir jetzt wieder hier unten ein. Dafür schreiben wir jetzt hier erstmal die richtige Variable rein. Muss nämlich zuerst der Part 1 gesendet werden. Na, dann duplizieren wir die Zeile mit Steuerung D. Schreiben wir unten Part 2 hin und hier dazwischen soll jetzt eben die Automatisierung für den Link passieren. Und wir sagen dem Programm jetzt eben genau das, was wir auch gemacht haben. Ja, wir nehmen also hier einfach mal Send Input. Dann machen wir zwei Anführungszeichen und innerhalb von diesen Anführungszeichen sagen wir eben, naja, wir wollen einmal Steuerung und K drücken, damit wir eben diesen Link einfügen können. Also Steuerung ist in diesem Programm ein Dach, das heißt wir schreiben ein Dach und danach ein K. Ja, nimmt da ein kleines K für und danach machen wir eben das Ganze wieder zu. Wir haben jetzt also STRG K gedrückt und dann wollen wir in diesem Fenster, ja, zur Veranschaulichung, das ist das Fenster, was erscheint. Und wir sind automatisch immer hier unten bei der Adresse drin. Ja, wenn wir also hier unten mal drauf gehen, STRG K drücken, sind wir hier im Adressfeld drin. Das heißt, hier soll jetzt unsere Website-Adresse ausgefüllt werden. Das heißt, wir sagen dem Programm erstmal, naja, warte doch mal, bis dieses Fenster hier automatisch erscheint. Das heißt, Link einfügen. Das heißt, wir schreiben jetzt hier einfach mal win wait. Dann sagen wir Link und dann zwei Kommas und eine 1. Das heißt also, er wartet eine Sekunde, bis dieses Fenster hier auftaucht. Und danach einfach jetzt die URL einfügen. Na, die fügen wir jetzt hier dazwischen ein. So sieht das Ganze aus. Und danach müssen wir ja von diesem Link noch zum anzeigenden Text wechseln, der ja hier oben ist. Und wie machen wir das? Naja, wir könnten jetzt Tab drücken, dann wechseln wir hier oben zum anzeigenden Text und dann soll da eben der Text eingefügt werden. Das heißt, wir sagen also einfach hier oben wieder einmal Tab nehmen, zack, und dann soll eben dort der anzuzeigende Text eingefügt werden. Das heißt, wir nehmen das Ganze nochmal, fügen das ein und schreiben jetzt hier dazwischen eben YouTube-Kanal. Und wenn das Ganze passiert ist, dann wollen wir das Ganze mit Enter bestätigen. Das heißt, wir sagen ja wieder einfach Send Input. Kopieren wir uns wieder von oben runter und schreiben jetzt hier nicht Tab rein, sondern eben Enter. Jetzt gibt es noch eine kleine Formsache, die könnt ihr nicht wissen, aber ich weiß es. Wenn wir das jetzt so machen, dann würden hier zwei Leerzeichen fehlen. Die fügen wir jetzt einfach nochmal ein. Das heißt, wir nehmen uns hier wieder Send Input, Steuerung C und sagen hier nach dem ersten Part, dass er hier mal ein Leerzeichen einfügen soll und das Ganze soll er auch hier nochmal einfügen. Ja, das ist eine kleine Formsache. Wir speichern das Ganze jetzt ab. Wieder Doppelklick auf unser Skript. Wir wechseln hier einmal zurück, machen mal eine neue Nachricht auf, wählen jetzt hier wieder unseren Empfänger aus, zum Beispiel eben wieder Test. Und wenn ich jetzt wieder meinen Mausrad gedrückt halte und hier nun auf Anfragen Zusammenarbeit 3 drücke, dann wird all das ausgeführt, was wir gerade gesagt haben. Ja, also wird unser Betreff eingefügt, es wird der Link eingefügt, wo wir jetzt auch drauf drücken könnten und dann hier unten auch noch die Signatur und alles, die ja sowieso automatisch mit drin ist. Der erste Schritt in Richtung Automatisierung ist jetzt getan. Viel besser wäre es doch aber, wenn diese eben gezeigten Schritte automatisiert auf all deine betreffenden E-Mail-Kontakte ausgeführt werden würden, ohne dass du noch einen einzigen Finger rühren musstest. Wenn du wissen willst, wie das geht, abonniere gerne diesen Kanal, da kommen in Zukunft Videos dazu. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, wie du dir deine eigenen Tastaturmakros erstellen könntest, womit du bis zu 10-mal effizienter wirst, dann schau dir gerne mal dieses Video hier an.